Und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2 mit mir, der Fox. Diesmal im Multiplayer in Euro Truck Simulator 2. Das war ja eigentlich meine eigentliche Idee. So, dass ich Euro Truck Simulator Videos mache mit Highlights auf einer bestimmten Strecke bei ETS. War frustriert, hat nie geklappt. Jetzt habe ich den Fehler gefunden und jetzt klappt alles wunderbar schön. So, ich steige da mal rein. Ich habe schon die Route abgesteckt, wie wir fahren. Und deine Mutter. Aber bevor wir kurz was machen, muss ich noch kurz was schauen. Ja. Stimmt alles. So. Alles stimmt, Gang rein, alles gelegt und die Wederfahrt geht los. Oh Gott, wie viele Leute werden mich jetzt hassen, weil ich fahr Triple Trailer? Haha. Biege nach links ab. Ja, ich hab dich vermisst. Deine Mutter, ich hab dich vermisst. Generell die Fahrten. Oh Gott, das wird eine Challenge. Komm, wir sind ehrlich, wir warten bei Rot. Ich schwöre, ich liebe immer noch die Spielernamen. Die sind einfach so Premium. Ach ja. So, dann wollen wir mal. Wir verlassen können auf deine Wünsche und das Fernlicht geht an, weil ich einfach Leute lieb, weil das so geil ist. Biege nach links ab. Oh, das ist, oh, ja. Oh, ich freue mich schon wie, ich freue mich irgendwie wie ein Kleinkind, dass das jetzt alles klappt. Hinterfragt bitte das nicht. Das kann ich in guten Filmen nicht erklären, was das jetzt war. Aber oh. Kennt ihr das? Ihr habt irgendwann mal vor 5 Jahren einen Song gehört und der kickt gerade bei euch richtig rein. Weil ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Kennt noch jemand den Song von Julian Bam, Sandmann? Wo der Kinderchor noch ist. Das Video ist technisch gesehen von Julian Bams Hauptkanal runtergenommen worden. Weil ich will es thematisch da nicht durchgehen. Ich habe kein Jurastudium dafür gemacht. Der Witz ist aber nur, dass ein anderer YouTuber den vollen Soundtrack mit dem Kinderchor und den Original-Soundtrack seit 4 Jahren drauf hat. Kann mir das jemand erklären? Wie ein YouTuber sein Video runternehmen muss und einer, der es identisch 1 zu 1 seit 4 Jahren auf seinen Kanal hochgeladen hat, weil er, whatever, wie er da dran gekommen ist, bei ihm ist es denn seit 4 Jahren okay? Like how? Demnächst links abbiegen. Ja.
Aber ich feiere es immer noch so. Ist eigentlich wirklich ein sehr guter Song. Und ich drück den Gutsten alle Daumen, dass er den Song irgendwie wieder freischalten kann. Geändert oder Co. ist mir egal. Aber er hat geballert, der Song. Biege nach links ab. Ja, Gelbphase, ich war noch glücklich. So, dann wollen wir. Simpen, lieber Simpen, gib uns ein bisschen schlau. Ihr seht schon wieder übelst am Arsch. Dann ist es nicht so, dass. I love it, das. Also, ich weiß nicht, wie ich das einfach lieben kann. Aber wollt ihr generell lachen? Mein Lieblingsspiel, was ich sogar mal auf YouTube hochgeladen habe, ist ja für Original Dead by Daylight. Wollt ihr den Witz dazu hören? Ich weiß nicht, wie ich so mit dieser Geschichte anfange, aber ey, komm, laber einfach mal. Ich erzähle euch das mal. Ihr könnt euch so vorstellen, ich klein, 8 Jahre alt, autistisch wie ich immer bin, mein Augenmerkmal galt den Simulatoren. Aber Auto Truck Simulator zählte nicht dazu. Es war original der Bus Simulator, damals noch 2012. Der Teil, der noch richtig gut war. Und ja, irgendwann auch noch den U-Bahn-Simulator geholt. Also, ihr merkt schon, es ging nur um den öffentlichen Personennahverkehr. Das waren die Spiele, die ich nur kannte. Und bitte rechts halten. Ich kann euch das so vorstellen. Es war ein magischer Abend, wo Gruppenzwang groß geschrieben wurde und ich verpflichtet war, Dead by Daylight zu kaufen. Ich hab's getan. Und ich muss sagen, ich hab's seit heute nicht bereut. Ich feiere dieses Spiel immer noch so hardcore und normal. Dass es mich selber schon wundert, warum ich das überhaupt so tue. Ich kann es auch nie richtig beschreiben. Und das ist das, was es so magisch am Ende macht. Aber sonst, ja, es geht mir gut. Es ging mir gut, bis Straßenmarkierung kam. Alles nur dank Straßenmarkierung. Ich hab euch nie lieb. Ja, Küssi. Aber sonst, es ist ein komplett anderes Genre, was ich verfolge. Und eigentlich habe ich mit Horrorspielen kaum wie gar nichts am Hut. Ich interessiere mich nicht so richtig für Horrorspiele. Ich schaue mir Horrorgames an. Bei anderen YouTubern. So ist es nicht. Da finde ich es auch recht unterhaltsam. Aber so selber spielen? Lass mal. Oh Gott, was bahnt sich da schon auf? Mm.
Ja, moin Meister. Oh Gott. Gott, ich möchte nicht wissen, wie es jetzt bei OBS aussieht. Das ist FPS pur, Baby! Bitte rechts halten. Gott, aua! Gott. Ah, Gott, ich hab euch. Ich muss nach rechts. So, what is you? Wow! Du... Könnt ihr euch vorstellen, dass ich das vermisst habe? Genau wegen Leuten wie ihn? Ich sag mal... Ja mal, hör mal! Wo bist du? 10, 13. 10, 13, 10, 13. Alter, wie viele sind hier? Hello to my OBS. 10, 13, say hello to my OBS. Oh Gott, was? Oh Gott. Oh Gott. So, ich signalisiere, dass ich heil.
Okay, Ivan, push zu mir. Eia! Gott, es geht los, Leute. Gott, hat es eigentlich... C13 hat's immer noch nicht kapiert. Klima. Ja! Yeah! So, und jetzt... Gott, Leute. So, falls ich es durch irgendeinen Grund vergesse, die Report-ID ist 4113. Aber ich frage mich gerade, ich sehe immer wieder im Chat viele Leute spammen, dass die Hupe nicht auf Dauerpress gehen soll. Obwohl, wollt ihr lachen? Nein, das war nicht hier. Das war in der Einstellungsphase. Na, warte mal, wo war ich? Horn Sounds! Hier, den Haken kann man rausmachen und dann geht der Sound weg. Oh, herrlich. Was ist da eigentlich vorne los? Oh, noch ein Triple Trailer. Oh. Er hat einen schöneren Triple Trailer. Das ist fies. Aber von wo? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht warum, aber es macht mich gerade glücklich. Sowas macht mich irgendwie glücklich. So, was gibt's denn Neues? Oh.
Ach. Yay. Wieder eine Tragödie durch den Klimakleber. Ich reg mich darüber nicht auf. Wisst ihr, was einer der ungesündesten Sachen ist? Und das ist... Er kann ein 19 jetzt. Und ich wundere mich schon, warum es so komisch wird. Ja, hier Funkkanal 9. Der inoffizielle deutsche Funkkanal. Oder welcher Funkkanal war das? Ja, ich sehe alle Verkehrssünden. Aber wie man denkt, dass man auf den Standstreifen schneller ist. Leckau. Aber keine Sorge. Es wird entspannter nach diesem Chaos. Was kann ich in der Zwischenzeit machen? Oh Gott, okay. Das kann ich nicht mehr in der Zwischenzeit machen. Hätte ich früher machen müssen. Wo ich noch in Berlin stand. Und falls eine Frage kommt, nein, ich werde definitiv keine andere LKW-Marke nutzen, außer MAN. Dafür liebe ich diese Marke zu sehr. Okay. Ey, wir standen dort hinten irgendwo. Dort hinten. Momentchen mal. Warum ist denn die Schrift gelb? Und jeder weiß. Ich habe ein ungutes Gefühl. Also das wird klatschen. Ich sag's. Ach nee, wo war ich? Ach ja, stimmt ja. Schlechte Nachrichten können wirklich Leute beeinflussen, weil man wirklich die ganze Zeit Nachrichten liest und die einen aggressiv machen. Das kann wirklich... gefühlt die Lebenszeit verkürzen. Warte. Mein Schwert fährt aber auch Trippen. Nee, oder? Nee. Doch nochmal der Spieler, oder?
Yay. Man ist nicht schneller, wenn man den Standstreifen benutzt. Wieso merken das Leute nie? Ja, okay. Dafür habe ich die andere. LKW mag nicht so sehr lieb. Deswegen eins. Hä? Oh Gott, der Shit rastet auch mal wieder zu göttlich aus. Warum? Ich weiß nicht, was dein Mist. Der erste. Ich schwöre, wenn man wieder zu viel Langeweile hat. Vergiss es. Warum sind Autofahrer in ETS immer noch die größte Sünde? Ich hab, wenn ich einfach mal eine ruhige Minute habe, muss ich mal einige Einstellungen neu machen. Oh, wow. Ich kann mal Gas gedrückt halten. Leute, der Fortschritt, die Evolutionsgeschichte wird weitergeschrieben. Oh yes, und...
Okay, never mind. Okay. Ja, bitte. Weiter, weiter. LOL! Damit habe ich auch nicht gerechnet! Dass jemand mit dem Bus. Ach so, deswegen! Oh. Bitte links halten. Ja, das sagst du früh, Madame. Ehrenmann, dass er den noch reingelassen hat. So, jetzt kann der Spaß beginnen. Oh, glücklich. Leute, was meint, wie lange ich jetzt drauf gewartet habe? So, Meister. Ich hab gehört, es gibt Vollstuf. Eins, acht, sieben. Ja, immer wieder diese Spieler, die fragen so, wirklich? Ich hab doch nur geführt so dumm überholt auf einer Landstraße mit einem Speerstreifen. Das ist nicht mal schwer, sowas zu können. Leute. Hallo, Meister. So, ach ja, Fun Fact: Das Video endet, wenn wir in Calais ankommen. Nur für einen Tipp des Randes. So. Warum ist er jetzt auf einmal gesprungen?
Die werden sich freuen. Oh Gott. Oh Gott, was soll daraus noch werden? Wenn man einfach nur zu gierig oder zu blöd, das zu fahren. Oh Gott. Für das fette Rumspam des Horns hat es kein Honor verdient. Gott, das gibt mir wieder Glücklichkeitsgefühle. So, Schutzmeister. Sobst du dich an? Meine Spur, ich bin schick mit dir. Ich sag's euch, Leute, sobald einer versucht, Chicken zu spielen, ich werde nicht ausweichen und... Jesus. Ey, das ist echt Party, was hier abgeht. Ja, noch ein Warmblinker. Moinsen. Ah, oh, freie Strecke, herrlich. Ui, Nachtfahrten machen Spaß. Klepp, 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 klepp. Klepp, 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 klepp. Demnächst rechts ab. Okay. Ach, die Stelle ist auch hier. Viele Leute einfach so lustig in diese Kurve einfach so reinbrettern, frage ich mich ernsthaft, why? Warum? Du wirkst auch, dass du auf die Eisen treten musst, mein Freund. So, Kollege, ich gebe dir jetzt ein bisschen einen Lauf. Ah, Motor wird wahr. Sehr schön. So. Ah, freundlich. Da 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 boom! Ah, man hat es noch am linken Rückspiegel noch gesehen, wie zwei sich gefunden haben, per Knutscher. Mwah. Herrlich, sowas. Schade, dass man das jetzt nicht so in der Nacht so sieht. Schade, 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 schade. So, dann wollen wir mal. Aber ich komme eigentlich recht gut durch und das macht mir Angst. Okay, du Shit, Bro. Thank you.
Und... Oh, hi. Moinsen. Kollegos. Ist da heute mal wieder viel Frachtverkehr auf der Strecke? Hula. So. Was haben wir denn? Was haben wir? Was haben wir? Affen haben wir. Warte, ist das immer noch möglich? Ja, Dick. Oh Leute, hier sind wir jetzt. Okay. Wirkt irgendwie schon, als ob wir schon eine ganze Weile gut gefahren sind. Mach ich. Oh. Es stimmt ja. Warte, waren wir schon am Bahnübergang vorbei? Oh, Bahnübergangsstelle ist doch was Geiles. Mann, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Jetzt habe ich wieder dieses. Hab doch gesagt, ich bin shaken, nicht nur ein Grundkern. Bei der Kurve nehme ich auch noch sehr viel Respekt. Komm. Ich muss hier irgendwo... Ja, da bin ich. Der gerade zeitgleich ETS und Twin Simulator zeitgleich auflädt. Tschüss! Ich möchte gerne längere Züge haben. Das war mickrig. Das kannst du so nicht mal als. Das kannst du wirklich so nicht als. Das sind wieder Lieblingschaoten auf der Strecke. Holla! Wow! Bus, Bus, Bus. Da sehe ich, wie viele Busse auf einmal. Jesus! Ah.
Ach ja, ich lebe in meiner Vollaffen-Chaoten. Lol, war das nicht der, der gerade einen Bahnübergang gerade weggezüchtet ist? Ha! Bandkick! Nee, das ist der Vollvogel hinter mir. Da war es ein anderer, der fing auf. Okay, lass uns eine neue Route finden. Problem. Ich finde eine neue Route. Yay! Neue Route finden. Wo bin ich denn eigentlich? Okay. Route neu berechnen. Komm. Wir machen es nochmal. Neu berechnen. Ja, jetzt kann ich. Ja, jetzt krieg. Gut, Dreck 17. Trick 17 einfach. Los. Schade jetzt. Thank you.
Wow! Ich hab's geschafft, dass. Ja, danke. So. So, dann fahren wir mal kurz. So. Und dann einmal nochmal wenden. Ich hatte grüne Affen gehen. Und jetzt nochmal. Zeit zu gehen. Ich weiß, ich kenne mich und ich würde mich verfahren. Dann wollen wir mal. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Leute. Was soll ich sagen? Die Horrortour, die Duisburg-Allee-Strecke, sie bleibt weiterhin treu. Das ist prima. So, da wollen wir mal. Das Stück, was ich da selber fahren wollte, fahre ich noch zu Ende. Also. Sechster Gang und durchschießen die Schlappen. Das ist der Deckerwiss. Au! 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 Ach, Freude. Aber so ein Triple Trailer hat schon was in ETS. Auch wenn viele Leute, die es realistisch meinen, nicht so begeistert sind, ich kann euch verstehen. Ich kann euch da wirklich verstehen. Aber ich nutze es denn mehr zum Spaß. Und somit Ausgleich. Okay, nach der Kurve. Also gut. Gut, tanken sollte ich vielleicht auch noch. Ja. Meh. Geht noch.
Leute, ich habe hier zu viel freie Fläche und das macht mir gerade Angst. Nimm die Ausfahrt rechts. Ach so. Okay. Ich würde gerne den Zusammenhang wissen. Leute, das wird wirklich zu kahl hier. So, Fanfrage des Tages. Obwohl. Ach nö, ist es jetzt schon. Den Spaß tue ich mir nicht an. So, dann werden wir uns mal laden. Endlich, wir sind da. Wow. Ja, bestimmt davon ist Endstation. Nee, warte mal. Oh, komm schon. Das war die Expressstrecke zum Frachter. Oh Gott. Wenn ich die Ausfahrt Richtung Autobahn sehe, wird es mir schwer schlecht. Oh Gott. Oh, Moment. Hier. Ach, eine Woche, fünf Tage. Da haben wir den nächsten, wann? Hier. Okay. So. Hm.
4,77, Finny, soll ich dir noch eine Kotztüte bringen oder klappt es? Freude. So, und jetzt auf Vollbild. Oh, lol. Okay, dann habe ich die Zeit der Welt. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen, meine Lieben. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Einblick in der Chaosfahrt. Und ja, ich will definitiv noch ein paar raushauen, wo es denn die Calais-Strecke runtergeht. Aber nicht mit einem Dreier, ich habe keine Lust, schneller gebannt zu werden, als ich eigentlich will. Bis dahin, habt eine traumhafte Zeit und ciao, ciao. Lul.